So, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Rubin. Heute als Special Guest. Der Levi wieder mit dabei. Okay, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben und haben... Was haben wir gemacht, wenn wir schon bei Groudon sind? Wir haben Team Magma in den Arsch getreten. So fett, dass Mark die Macis-Filialien aufgeben musste. Nee, das war Adrian. Und Mark wollte dann die Burger King-Filialie aufmachen. Und deswegen brennt hier gerade die Erde. Ist nicht so schlimm, das passiert manchmal. Also ich musste noch Pokebälle kaufen, denn soweit ich weiß, hatten wir keine mehr. Mann, bist du Pokeballarm. Willst du Kopfhörer? Nein, brauche ich nicht. Er hört das doch so safe. Ich hoffe, er ist laut genug, weil wir haben das Mikrofon natürlich wieder an den beschissensten Stellen gepackt, weil ich keine andere Möglichkeit hier habe, in dem Raum, wo ich aufnehme. Klar und deutlich. Deswegen wird er vielleicht ein bisschen ein oder anders schreien und monoton sein. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Natürlich werde ich wieder geflamed, wenn man Levi nicht hört. Alle wollen mich. Und als Special Guest wird Levi jeden Typ sprechen, bis... Nee, du wirst Willi reden, okay? Jetzt wirst du mal hören, wie heldenhaft ich Troy synchronisiere. Abby, du bist auch hier? Bei den heißen Sonnenschein? Oh ja, kannst du verstehen, was meine Freundin gerade sagt? Mein Name ist Vasili. Ich bin der hiesige Arena-Leiter. Ich bin auch damit beauftragt, die Urzeithülle zu untersuchen. Dieser Sonnenschein... Ja, du hast zu schnell gedrückt. Mein Fehler. Dieser Sonnenschein wird durch eine Kraft in der Höhle verursacht. Das ist die rote Kugel. Ich verstehe, folge mir. Das ist auch komisch, die blaue erweckt Groudon, die rote macht Kyogre-Gras. Dieser Sonnenschein, ich glaube, ich brauche Wasser, Alter. Die Sonnenstrahlen über Xenero werden immer intensiver. Und wenn die ganz schön zu heiß, und wenn das passiert... Warum laberst du mich voll? Ich bin auf dem Weg zur Höhle, Alter. Die Urzeithöhle ist dort drüben. Durch dein Gelaber haben sie nicht mehr rechtzeitig was geschafft. Aber du musst hineingehen, zusammen mit der roten Kugel. Du musst... gehen, egal was dich im Inneren der Höhle erwartet. Naja, da kommt Zubots und fleischfressende Kleinstein. Halten. Genau, das denke ich mir auch. Gibt's hier einen Counter? Schreibt's in die Kommis. Oh, scheiße. Ich habe mich erschrocken. Encounter! Bitte was Schlechtes. Ja! Nein! Alter! Was? Ehre, wenn der Ball sitzt, 7 Likes. Lächerlich, wenn der sitzt. Lächerlich! Ja! Ja! Nice! Ich krieg keinen Griffel mit ersten Ball, aber ich krieg einen Latias. Ehre genommen. Meme einblenden. Ehre genommen! Vorhaut genommen! Leben genommen! Geil! Absolut abgehoben. Ich will ein Replay. Ehre, wenn der Ball sitzt, 7 Likes. Lächerlich, wenn der sitzt. Lächerlich! Ja! Komm runter! Absolut lächerlich. Levi, kennst du dich mit mehr weiblichen Namen aus? Gib mir einen weiblichen Namen. Der so zu den Latias passt. Es gibt so viele weibliche Namen und ich weiß halt überhaupt keinen. Sophia oder sowas ist voll lame. Nichts an die Sophia heißen, aber jetzt so auf die Schnelle meine ich. Lamina. Immer wegen Latias, ich bin bei L. Also. Ja. Latias wegen LA, oder von hier auf Lamina. Ich hätte sie so genannt. So, Lamina. Aber trotzdem so lächerlich. Wenn ihr die 7 Likes nicht gibt, seid ihr ehrenlos. So's. Best joke ever! Han. Eigentlich ist es auch ein neues Gebiet. Ja. Urzeithöhle, also eigentlich ist hier auch ein Encounter. Ja, aber es ist halt alles Urzeithöhle, da kann man halt schnell weggestrikt werden. Und für meine Skills verurteilen mich die Zuschauer immer, ich meine... Wo ist Levi?
Kein Diss, sondern ich meine ja nur. Ich hab mich so gefreut, dass er erscheinen durfte. Nee, ich wollte eigentlich wegstriken, Filmer. Lol. Hatten wir nicht einen. Nee, wir hatten keinen Katzen-Pokémon. Das ist eins meiner Lieblings-Pokémon überhaupt, Psyana. Ich finde Psyana eigentlich so schön. Ja, er mag Psyana. Könnte mal interessieren, welche Evoli-Entwicklung hat denn euch am besten. Weißt du, was das Lustige ist? Das ist genau die Frage, die ich jetzt stellen wollte. Ist halt wirklich so. Das war ein dummer ein Gedanke. Ja, lass mal die Challenge machen. Achso, Facecam ist ja bei dir nicht drin. Also ehrlich, wie hast du die Generation eigentlich empfunden? Ich? Ja. Ich habe ja schon mal gesagt. Ich habe die Gen verpasst, auch wenn ich mehr die haben sollte zu meiner Zeit, aber ich habe ja auch mit, genau wie du, damals nur Gold, Silber, wir hatten ja damals nur Gold, Kristall, Rot und Gelb und danach bekamen wir erst Diamant und Pearl, danach Schwarz und Weiß, danach zwei die Teile, danach kamen ja erst Y und X und so weiter dazu. Wir haben eigentlich erst zur Zeit zu Schwarz und Weiß 2, danach erst Rubin und Saphir bekommen, ne? So war das doch. Ja. Ja. Kann man halt nichts gegen machen. So, übrigens, so nebenbei, Groudon ist ein Boden-Pokémon, ne? Wo denkst du, sind die Stärken und Schwächen bei der dritten Generation? Ich weiß nicht, ich finde die Story ein bisschen unklar. Ich weiß es nicht. Wie schon gesagt, ich kann mir bei der 1 hier nicht weiter. Gut, vielleicht hätte ich ein bisschen besser lesen müssen, aber ich wusste es halt so überhaupt nicht. Deswegen, ich fand da ein bisschen, ist es manchmal unklar gewesen. Was ist das denn für ein Zahn? Das kam auf mich. Es ist halt ein echter Pinguin, das müsst ihr wissen. Groudon stand früher aus Level 45, der Drecksack. Okay, wenn der bei sitzt, Ehre. Wusstest du, dass mein. Ich hab dir mal erzählt, dass diese VMs hier ein bisschen auf andere Themen. Wusstest du, dass mein Logo Genesung kann? Ich meine Genesung, der Signature Move von Genesect. Das kann halt einfach Genesung. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Okay, also wenn der Ball trifft, Ehre. Also bei Lattes hat's geklappt. Nee, komm, immer funktioniert's nicht. Nein, Penis! Gott sei Dank. Vor allem Penis halt direkt. Wenn das jetzt den Frost Dry geschafft, dann weiß ich auch nicht, was hier abgeht. Das wäre absoluter Beschiss. Ich möchte versuchen, Groudon jetzt zu fangen, eigentlich. Oh, ich wollte Doppelteam setzen. Scheiße. Ja, du hast Gedanken gut. Ja, das war dann mal schlecht. Ich Doppelteam. Aber ich verstehe nicht, er hat Feuersturm. Wieso hat er Feuersturm? Er hat auch geboostet, ne? Ja, mit Sonnenlicht. Ein Feuersturm ist ja. Ist ja physisch. Psychisch, Entschuldigung. Nee. Das hängt doch an speziellen. Speziell. Und ihr eigentlich. Ich versuche jetzt ein bisschen. Das tut jetzt weh. Das war's. Das tut weh, ja. Janina ist weg. Ja. Janina ist weg. Ja, hoffentlich landet es auch im Mülleimer. Ne? Ja. Scheiße. Das passiert, ich möchte halt schon gerne versuchen, es zu fangen. Ja, ich versuche sowas gern zu fangen. Oh, stimmt, der Feuersturm. Oh, ich bin so blöd, ich hab vergessen. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, das war so blöd. Das war so blöd. Oh, das ist so Missplay. Ja, ich hab gedacht, ich wechsle jetzt zu ihr zu Xerox raus. Ich hab halt vergessen, dass es Feuersturm droppt. Ja, ich war halt nur bei Schlitzer und Erdbeben. Fuck! Ja, ist okay. Meinst du, Doppelkick tötet es? Ja. Meinst du, Schlitzer tötet mein Zahn? No! Alter. Lol. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Was war dein Schwache? Ist schon längst tot. Es war ein Dragosse. Achso. Wie ist das? Osman? Achso. Ich hab ja gar kein Damage gemacht. So am Arsch. Alter. Bist so am Arsch. Du musst eigentlich aufpassen, dass du das. Ich muss was callen. Hallo Leute, willkommen nach einem kleinen Cut, da das Spiel wieder ausgefallen ist. Ihr seht schon, jetzt spreche ich dieses Video weiterhin nach, denn
Zu guter Letzt ist natürlich mein Mikrofon auch mit ausgefallen und ich kann nichts weiter machen, als das jetzt hier nachzukommentieren. Ihr seht jetzt gerade im Hintergrund, wie ich mit John Cena versuche, Groudon weiter zu bekämpfen. Allerdings hält dies nicht von langer Freude, denn John Cena wird uns bald den RIP entgegensegnen. Jetzt versuche ich weiter, die Taktik zu verfolgen, nur noch mit Hyperbällen zu werfen, denn ich mache halt überhaupt keinen Damage an Groudon. Und wie ihr seht schon auch, ich bin komplett an der Level. Ich habe auch schon viel zu viel Pokémon verloren gehabt, deswegen muss ich das Risiko aus dem Weg gehen, so zu sterben. Ich muss halt einfach versuchen, jetzt noch die Bälle zu droppen, sodass ich dadurch weiterlebe. Jedoch, mit Erdbeben schaltet er ganz schnell meinen John Cena aus und... Achso, liebe, ich spiele das hier übrigens auch jetzt nicht mehr nach. Ich habe euch gesagt, er kann ruhig gehen, er muss jetzt hier das nicht mitmachen, das mache nur ich. So. Jetzt jeweils kommen wir dann noch zu Antonia ins Spiel, denn sie wird der letzte Trumpf in meinem Zug sein, denke ich mir derzeit. Ich sage hier auch gerade, oh Gott, jetzt müssen wir wirklich hier nur noch drauf hoffen, mit den Hyperbällen zu landen. Und Levi sagte auch zum selben Zeitpunkt gerade, ey, wenn du das jetzt verkackst, dann ist vorbei, ne? Du musst jetzt ranhalten. Doch da kam schon der erste Schlitzer und das war tatsächlich mal kein Crit. Und ja, die Crits lassen nicht lange auf sich warten. Jedoch, bevor müssen wir, oder dachte ich, ey Leute, wir müssen jetzt nur noch Bälle droppen. Denn das ist das alles Einzigste, was wir jetzt noch machen können. Und dann, Groudon was catched. Junge, ich war so gehypt, jetzt kann ich mich nicht so nachschreien, weil die Freude ist natürlich im Video geschehen, das hört ihr leider nicht. Tatsächlich war ich so sentimental, ich hätte auch am liebsten geheult, Alter, nein, Spaß, eigentlich nicht. Aber ich war so sentimental. Und ja, an der Stelle kommt mir auch die Idee, ich nenne das Groudon einfach Arsch, denn das symbolisiert dann wohl, wie ich dieses Groudon finde. Arsch. Doch dann, nein, Levi sagt, das kannst du nicht machen, das hat es nicht verdient. Dann denke ich mir, okay, gut, dann wählen wir doch diesen sentimentalen Namen, einen vielleicht, das ist ein YouTuber. Und dann bringe ich auch gleich das Zitat, was ich im Video gesagt habe, an Stegi. Frohen Hunger, dass du deinen Big Mac oder was du da, dein Double Cheese oder was es da war, gegessen hast. Ich kenne mich leider nicht mit McDonald's aus. Ich bin nicht der Fastfood-Esser. Und an der Stelle sage ich zu Levi, das kann ich doch gar nicht verwenden, das Video. Das ist doch so krass, scheiße, ey. Oh Mann. Und ihr würdet mir das doch safe nie glauben, weil ich halt einen Cut gesetzt habe, ob ich da gestorben bin oder so. Ja, das muss ich leider berücksichtigen, weil es gibt doch bestimmt die meisten, dann sagen, ey, du hast gecuttet, du bist safe gestorben. Aber ich wiederum kann, was ich immer zu euch sage, ich kann nur das zeigen, was halt passiert ist und ich kann nichts dafür, dass das Spiel ausfällt. Denn es ist wirklich, ich habe gespielt mit Levi und auf einmal ist das Bild weiß geworden und ja, Visual Boy Advance Exec stop working. Es war vorbei. Jo, was wir jetzt noch machen, ist allerdings jetzt rauslaufen aus der Ursachhöhle. Da treffen wir auch gerade einen Pinsir, Level 30, und jetzt sind wir rausgeflüchtet. Und wir gehen Stück für Stück immer hoch, da kommt auch ein doppeltes Latia. Und ich glaube, es kommt auch noch ein Ibitak. Ah, ein Rihorn auch noch. Ein Ibitak kommt auch noch gleich. Und dann sage ich auch ganz am Ende noch der Folge, ey, wisst ihr, was ich mache? Ich blende hier ein Meme ein und das alles für die getöteten Pokémon. Aber allerdings tut mir das leid, das mache ich doch jetzt nicht, weil... Mit dem Mikrofon, ich hoffe, selbst dieses Audio wird hier aufgenommen. Weil ich spreche das jetzt zum dritten Mal nach und ich habe echt überhaupt keinen Bock mehr. Das Mikrofon ist gerade mal 2, 3, 4 Tage, 5 Tage alt, keine Ahnung. Und es ist fast jetzt schon wieder im Eimer. Ich weiß echt nicht wieso, es tut mir so höllisch leid. Ich hoffe, euch gefällt auf jeden Fall dieser Part trotzdem. Ja. Jetzt werden wir nochmal zu Pokémon Center laufen, direkt mal surfen mit Speed, das ist Troy. Hi Troy, tschüss Kirby, danke. Und ja. Heilen nochmal unsere Pokémon. Geht halt auf die Karte aus Versehen. Aber wir wollten den echt noch den Pokémon Center drücken, weil ich halt gespeed habe. Ich war so kaputt. Sehen hier die ganzen Pokémon, die wir auch gleich nochmal einsetzen werden, weil wir werden auch gleich ein Team bilden. Dann zeige ich Levi hier gerade meine verreckten Pokémon, also unsere verreckten Pokémon, die leider im Krieg gestorben sind. Heldenhaft, jetzt erweist mich gleich Levi. Ey, du musst es auch sortiert machen, so wie sie gestorben sind. Also habe ich das ja auch von Anfang an hier gemacht. Und dann wechselt er aus in die Box und dann gehen wir gleich rauf, holen Haryanma raus und sagt er, nee, der muss ein bisschen nach hinten gesetzt werden. Deswegen setze ich ihn jetzt nach da, tausche aber ihn gleich auf den Platz zu Pikachu nach unten. Doch dann muss er gleich noch hinter zu Osman, zu unter Dragosso, denn da kommt gleich noch Xerox hin und dann noch Sanji, also Bella und Sanji kommen da dann noch hin. Und da, zap. Und jetzt an der Stelle sage ich, Alter, wir müssen unbedingt ein gutes Team bilden. Und dann kommt die größte Wahl, die mir echt nicht leicht gefallen ist. Hier sage ich übrigens am Matchside, dass er schon mal existiert hat zu Levi da, einmal. Das Matchside, hallo! Und ja, jetzt kommt das große Teambuilding, was ihr euch, glaube ich, alle freuen werdet, oder worauf ihr jetzt alle freuen werdet.
Die schlimmste Aufgabe für einen YouTuber, ein neues Team bilden. Wir haben ein Wasser- und ein Drachen-Pokémon. Wir nehmen natürlich ein Psycho-Pokémon wieder mit rein, dachte ich mir. Ja, Deoxys kann jetzt endlich rein durch das besiegte Gardevoir. Dann kommt noch auf jeden Fall Latias, kann nicht rein, weil es ein Drachen-Pokémon ganz vorne ist. Und was ist natürlich ein Drachen-Pokémon? Richtig, Dragonier. Am Ende denke ich mir, okay, es muss auf jeden Fall ein Kampf-Pokémon rein und ein Feuer-Pokémon. Dann dachte ich mir Vulcano, aber dann sagte Levi, nee, ich würde lieber Magma nehmen, weil ein totes Arcani ist frustrierender als ein zersterbendes Hellboy, also ein Magma. Dann dachte ich mir, neues Kampf-Pokémon rein, JB, Justin Bieber, natürlich kein Diss, ich dachte einfach nur an den Namen. Und dann sagte ich entweder Groudon, weil wir brauchen ein Gesteins- oder Boden-Pokémon, oder ein Pflanzen-Pokémon. Tangela ist zwar nicht gut, aber meine Wahl fällt letztendlich doch auf Tangela. Einfach nur aus dem Grund, Groudon wäre ein bisschen zu OP, finde ich. Ein Legi muss jetzt nicht mehr sein. Wir hatten so viele Legis gefangen jetzt, zwei besser gesagt auch nur. Und eins ist schon gestorben und eins haben wir im Team und zwei müssen nicht sein. Da bleibe ich lieber bei einem, sagte ich dann auch zu Levi. Nee, er sagte das zu mir, entschuldigt, das habe ich nicht vermacht. Er sagte zu mir, ja, das muss nicht sein. Da sagt, ja, muss auch wirklich nicht sein. Dann nehme ich lieber Tangela, auch wenn er sich, glaube ich, nicht hier entwickeln kann. Hat er sich in der Edition entwickelt? Ich glaube nicht, sagte ich zumindest. Dann habe ich ihn reingenommen und ja, danach switche ich doch die Plätze um, so wie wir sie gefangen haben. Und ja, das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schaut das doch bis zum Ende an. Es tut mir wirklich leid, dass ich das nachkommentieren muss. Es ist wirklich sau traurig, dass ihr die ganze Reaktion nicht mehr bekommt, wie ich Groudon besiegt habe mit Levi. Sorry, Leute. Naja, genießt euren restlichen Tag noch. Haut rein, es ist draußen schön warm. Geht raus oder macht was auch immer. Also ich gehe natürlich nicht raus, weil ich bin Gamer. Nein, Spaß. Ja, haut rein. Macht's gut, Freunde. Ciao.